Trabrennen im Schnee. Sieht beeindruckend aus, ist für Trabertrainer Franz Wolf aber eher die Schattenseite seines Sports, mit dem er auch seinen Lebensunterhalt verdient. Die Pferde müssen genauso trainiert werden, wenn jetzt so wird, den wir gerade gefahren haben, der soll jetzt Rennen laufen, dann muss er auch dementsprechend trainiert sein. Und dann ist halt einfach auch das Kontinuierliche, dass er jeden Tag trainiert wird wie ein normaler. Im Prinzip sind es ja Spitzensportler, die Höchstleistungen bringen müssen und dementsprechend auch betreut und trainiert werden müssen. Franz Wolf ist Pferdewirt von Beruf. Die Leidenschaft für diesen Sport, die hat ihn vor rund 36 Jahren gepackt. Bei mir waren es so Mädels, die in der Clique waren, mit denen wir beim Schwimmen waren oder so unterwegs, die Nachmittag immer geritten sind und dann so, ja Jungs, geht's halt einmal mit, einmal reiten. Und ich war so der Einzige, der sich traut hat, einfach nur aus Jux und Tollerei. Ich habe vorher mit den Pferden überhaupt nichts zum Tor gehabt und so nach und nach ist das dann gekommen, dass mich das immer mehr fasziniert hat, das Individuum Pferde und der Trabrennsport im Besonderen. Ungefähr genauso lang wie Wolf ist auch Herbert Eisenmann als Trainer und Trabrennfahrer in Straubing im Geschäft und hat in dieser Zeit auch bereits Dutzende Pferde ausgebildet. Den Tieren die Grundlagen beizubringen, sei heutzutage sogar leichter als früher, sagt er. Die Zucht ist jetzt mittlerweile schon so weit fortgeschritten, dass die natürliche Gangart von unseren Rennpferden der Trab ist. Also die ist durch die Züchtung, weil das ist ja dann doch schon immer wieder ausgesucht worden und immer die Besten mit den Besten in der Regel gezüchtet worden. Und somit ist die Trabveranlagung unseren Pferden mehr oder weniger angeboren. Mit einem Jahr beginnt ein Trainer damit, ein Pferd einzufahren bzw. einzubrechen, wie der Experte sagt. Bis ein Pferd dann nach täglichem Training fit für ein Rennen ist, dauert es aber natürlich. Viel Zeit und Geld, die Trainer investieren und die sich in Deutschland immer weniger lohnen. In Schweden ist das mit der populärste Sportart, in Frankreich einfach durch die Pferdewetten. Die haben immense Umsätze, die setzen da nur an. Wie jetzt gerade letzte Wochenende war in Paris, Prix das größte Pferderennen, Trabrennen der Welt. Die setzen an einem Tag so viel um wie Deutschland das ganze Jahr auf alle Trabrennenbahnen zusammen. Standardrennen habe ich etliche gewonnen, auch Ringwind jetzt, etliche. Ja, das war recht, wenn es sowas wieder geben wird, wo man mal auch mit einem guten Pferd einmal was gewinnen kann. Trotzdem, Nachwuchsprobleme hat der Trabrennsport nicht. Es fehlen eher die Menschen, die auch Geld in den Sport investieren wollen. Für Pferde vergessen sie immer, vor allem junge Mädchen. Und also Nachwuchs ranzubringen ist eigentlich nicht so schwer. Aber es wäre wichtiger, Sponsoren und Besitzer ranzubringen, die den Sport finanziell fördern und es weiterbringen. Ja, das geht nur über einen höheren Umsatz, damit höhere Rennpreise gezahlt werden können. Das ist das A und O. Ob jetzt der Weltmeistertitel für einen Straubinger wieder mehr Wetter auf die Trabrennbahn locken kann, wir werden sehen. Wissen werden wir es erst, wenn auf der jetzt noch verschneiten Bahn auch wieder Rennen gefahren werden. Ab März 2012.